0 zu 6 und 0 zu 6. Ein rabenschwarzer Tag für die Oberösterreicherin Barbara Haas beim APA Austria Ladies Turnier in Linz. Gegen die Russin Veronika Kudermetova war Österreichs Nummer 1 Mittwochabend gleich in der ersten Runde chancenlos. Damit ist die heurige Saison schon jetzt vorbei. Das ist jetzt das letzte Turnier auf der Tour. Es gab ganz, ganz wenige Turniere in diesem Jahr. Dass wir uns drüber getraut haben, ist ein starkes Zeichen für den Sport, für den Tennissport, für den Frauensport. Und ja, vielleicht können wir ein bisschen Zuversicht vermitteln in diesen Zeiten. Auf Augenhöhe und sehr offen miteinander kooperiert. Ich ziehe auch den Hut vor den Veranstaltern, denn unter diesen Bedingungen ein internationales Turnier durchzuführen, das ist ganz besonders schwierig gewesen. Die Situation ist ernst. Aber ernste Situation heißt auch, dass das, was möglich ist, auch geschehen soll. Und es war unter diesen Rahmenbedingungen, ein Turnier ohne Publikum zu veranstalten, möglich. Und dafür bin ich sehr dankbar. Seit mittlerweile 30 Jahren wird in Linz Damentennis gespielt. Und das auf Weltklasse-Niveau. Ich glaube, das muss man schon einmal hervorheben, dass das APA Austria Ladies Linz das zweitälteste Hallenturnier auf der WTA-Tour ist. Das älteste ist ja der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Und mein Ziel ist vielleicht doch einmal das älteste zu sein. Um das zu schaffen, braucht es Partner und Sponsoren. Ohne sie wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. Seit 3 Jahren mit dabei ist Porsche. Und das auch, obwohl heuer in der Tipps Arena keine Zuschauer erlaubt sind. Für uns war es eigentlich eine Verpflichtung, dass wir jetzt nach den sehr erfolgreichen ersten beiden Jahren auch hier in dieser schwierigen Zeit als Partner zur Verfügung stehen. Ich glaube, es ist ein sehr toller Win-Win-Effekt zwischen dem Turnier, der Sportlichkeit und dem Wirtschaftsfaktor, den dieses Turnier auch mit sich bringt. Dieses Unternehmen passt auch sehr gut zum Damentennis. Wir brauchen diese starken Partner aus der Region, aus Oberösterreich, weil man sagt ja immer, die Oberösterreicher halten zusammen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einer konnte dabei am Porsche-Tag den Ladies ganz genau auf die Beine schauen. In Rennsportsprache sozusagen in der Pole-Position mit perfektem Blick auf den Center-Court. Wir haben heute dastehend den Porsche Taycan. Der Taycan ist der erste vollelektrische Sportwagen von Porsche, markiert ein neues Zeitalter. Und der, den Sie hier sehen, ist eine Hommage an den 917er. Aber der ist nicht nur zum Ansehen. Die Spielerinnen konnten nach ihrem Match gleich selbst damit fahren. Zumindest mit einer Miniaturversion. In einem echten Porsche sitzen die Tennis-Ladies aber trotzdem. Nämlich dann, wenn sie vom Hotel oder von der Trainingsstätte ins Stadion gebracht werden, um dann hier um den Siegerscheck zu kämpfen. Der ist immerhin über 20.000 Euro wert.